So, schön, dass du mit dabei bist. Wie gesagt, ich bin Bobby, willkommen zu Rückenfit. Du brauchst keine Zusatzmaterialien, gegebenenfalls eine Matte oder bei dir zu Hause halt Teppich etc. Okay, wir wollen uns ein bisschen mit funktionellem Training beschäftigen. Ich werde dir verschiedene Optionen geben, wo du sagst, das möchte ich mitmachen oder vielleicht noch ein Level weiter, wo es etwas schwieriger, etwas anspruchsvoller wird. Okay, wir starten das so, bestenfalls auf der Matte oder auf dem Boden einfach. Stell dich bitte hüftbreit auf. Okay? Hüftbreit ist unser optimaler Stand. Dann versuchst du jetzt bitte dein Gleichgewicht nach vorne, nach hinten auszutarieren. Dass du weder zu viel vorne auf dem Fuß bist, noch zu weit hinten. Okay. Schau mal, dass du mit deinen Sprunggelenken nicht zu sehr nach innen kollabierst, sondern möglichst im zentralen Mittelpunkt bleibst. Stell dir das vor wie drei Punkte, die dich optimal stabilisieren. Gut, das hast du. Versuch jetzt bitte deine Knie einmal durchzudrücken und dann soft lassen. Okay, eine Vorspannung wäre, dass du hier vorne bist, lass sie soft. Dann spannst du jetzt den Po an, ziehst den Bauch ein, hebst deinen Rippenbogen, um mehr Sauerstoff einzulassen, also stolze Position. Schulterkreisen einmal nach hinten, dann tief. Bleibst du stehen. Okay. Also, Schultern kreist du einmal nach hinten, bleibst hinten tief. Jetzt lässt du die Arme einfach aus dem Schultergelenk raushängen. Okay? Lass sie natürlich hängen. Versuch sie nicht verkrampft, um sie in eine andere Position zu bringen. Kinn leicht nach unten. Und leicht nach hinten, dass du wirklich eine aufrechte Haltung hast. Ich ziehe deinen Kopf quasi aus deiner Wirbelsäule raus, dass du stabil stehst und möglichst dich auch gut dabei fühlst. Wenn du das Gefühl hast, du stehst jetzt irgendwie unbequem, dann kann es manchmal daran liegen, wenn du die Haltung gewohnt bist und hier kommst, dass es am Anfang etwas ungewohnt ist. Okay, bleibst du stehen. Ist auch sehr stark. Und beginne erstmal mit Mobilisation aller Gelenke. Wir fangen ganz, ganz oben an. Kreise mit dem Kopf. Von links nach rechts. Versuch dabei mit deinem Kinn leicht nach unten zu schleifen. Schau bitte nur nach links und rechts. Versuch den Kopf nicht nach hinten zu überstrecken. Sehr gut. Komm wieder nach oben und geh in die Seitneigung. Wir sind primär hier in der HWS, also in der Halswirbelsäule. Mach das Tempo bitte so, wie du dich gut fühlst. Wenn du magst, atmest du aus, während du zur Seite dich rüberneigst. Steh bitte die ganze Zeit massiv, dein Körper ist faul, deswegen werden die Knie zwischendurch wieder durchrutschen. Lass sie gewollt. Atme gleichmäßig, wenn du möchtest, kannst du auch die Augen schließen und dich nur auf meine Stimme konzentrieren. Okay, bleib in der Mitte und jetzt nach unten abrollen. Und nach oben, wie eine Kette, aufrollen. Abrollen, aufrollen. Ich muss mal nebenbei schauen, ob das Video dem mal läuft. Du kannst weiter auf- und abrollen. Auch wenn ich zwischendurch aufhöre, mach ruhig immer wieder weiter. Und fühl, dass du die Bewegung mit deiner Atmung kombinierst. Okay? Gut. Bleib wieder aufrecht stehen und beginne mit Schulterkreisen. Schulterkreisen. Möglichst nur nach hinten, aus folgendem Grund. Nach vorne ist ja unser Alltag. Wir wollen hinten uns aufrichten. Und dabei rotierst du, dass die Schulterblätter hinten tief weit zusammenziehen. Lass den Arm möglichst natürlich mitleiten. Das heißt, der Daumen dreht aber leicht nach hinten und fühl mal, ob dein Schlüsselbein, deine Schulter hinten, ob das da knackt oder knubbelt etc. Wenn das so ist, versuch einen anderen Winkel zu wählen. Wenn du große Bewegungen machen kannst, super. Atme dabei.
Okay, mach mal einzeln. Du kannst ruhig etwas schneller werden. Lass deine Schulterblätter hinten zusammengehen. Versuch dir alles vorzustellen, wie ein Gummiband, was durch Wärme und durch Bewegung immer flexibler und beweglicher wird. Mach ruhig immer weiter, auch wenn ich zwischendurch aufhöre, okay? Dein Core ist fest. Okay, nimm die Arme und einatmen hoch. Und ausatmen, bleib bitte in deinem Tempo. Das heißt, ich mache die Geschwindigkeit jetzt auch genauso, wie ich atme und mich dabei gut fühle. Mach das bitte auch. Und ausatmen. Versuch so ein bisschen an das Tai Chi Prinzip anzulegen. Flüssige Bewegung, ein- und ausatmen. Jawohl. Wir mobilisieren die Schulter. Bleib aufrecht stehen. Relax. Geh mit den Armen nach vorne jetzt. Einatmen. Streck dich nach oben raus. Und ausatmen. Wenn du jetzt nach oben gehst, bring deine Hand mit nach oben. Einatmen. Und ausatmen. Leicht in die Knie runter. Der Rücken bleibt gerade. Einatmen. Okay, soll reichen. Ellbogengelenke. Dafür einfach kreisen. Das sieht am Anfang ein bisschen komisch aus und schau mal, dass du es schaffst, Beine symmetrisch zu legen. Ob das jetzt bei mir so aussieht, weiß ich gerade nicht. Ich gehe mal davon aus. Kreisen. Mobilität für die Gelenke bedeutet Gesundheit für die Gelenke. Okay, andere Richtung. Wir werden erstmal alles durchmobilisieren, bevor wir quasi mit den Übungen beginnen. Okay, Handgelenke. Ganz einfach, zusammen die Hände und kreisen. Tempo kann ruhig hoch sein, die Handgelenke sind dauerbewegend gewohnt. Schau mal, dass deine Knie wieder leicht gebeugt bleiben. Und ruhig auch mal links und rechts runterziehen. Das muss nicht intensiv sein, das kannst du hier wirklich ganz, ganz locker machen. Okay, Finger. Einziehen. Öffnen. Einziehen. Öffnen. Im Wechsel. Rauf und runter. Richtig die Faust machen. Weil hier auch jedes kleine Gelenk möchte gemobilisiert werden. Okay, super. Dann eben uns mit der Wirbelsäule ein bisschen genauer beschäftigen. Leg deine Hände auf, der Klassiker. Deine Hände sind auf die Knie, du stehst hüftbreit. Jetzt beginnst du ausatmend deinen Rücken rund zu machen, den Kopf einzurollen. Becken ranziehen. Einatmen, Brustkorb durchdrücken, den Kopf leicht anheben, du musst ihn nicht komplett überstrecken, sondern es reicht, wenn du ungefähr 2-3 Meter vor dir auf den Boden schaust. Beginne. Versuch weit die Brustwirbelsäule im Fokus zu lassen, das heißt richtig schön ausatmen, Katzenbuckel machen und hier eine schöne Hängebrücke. Auch die Geschwindigkeit legst du wieder selber fest. Du kannst durch schneller oder langsamer werden, wenn du das Gefühl hast, du kannst die Übung kontrollieren. Okay. Lass die Hände hier vorne drauf und beginne jetzt abwechselnd. Linken Arm nach oben und den rechten Arm nach oben. Dabei lässt du den Rücken schön lang. Dein Kinn ist am Körper, dass die Halswirbelsäule auch lang bleibt. Jetzt kannst du dir aussuchen, mach ruhig weiter. Du kannst dir aussuchen, wenn du in die Öffnung reingehst, ob du einatmen oder ausatmen möchtest, was dir besser gefällt, was sich gut anfühlt. Tendenziell sagt man, bei Überwinden der Kraft atmet man aus. Das heißt, wenn das für dich sehr anstrengend ist, atme ruhig aus. Wenn du das entspannter machen möchtest, mache ich auch gerne einatmen, der Brustkorb wird groß, ausatmen, wieder entspannen. Was sich gut anfühlt, okay? Fühl dich frei dabei. Gut, Rohrarm nach oben, Seitneigung. Wir gehen immer tiefer die Wirbelsäule nach unten, Becken bleibt auf Position und du versuchst mit deiner Hand, möglichst wenn du kannst, bis zu deinem Knie seitlich nach unten zu kommen. Brustkorb heben, ausatmen nach unten und ausatmen.
Stell dir vor, hier vorne ist eine Schiene, hier hinten ist eine Schiene und du kannst nur seitlich dich bewegen. Okay, versuch nicht nach vorne abzukippen, bleib gerade. Okay, Klassiker, Hüfte. Hüftkreisen. Der Fokus beim Hüftkreisen liegt, dass das Becken zu mir kommt. Das heißt, Becken hier vorne, nach hinten ist ja kein Problem, das ist relativ einfach. Und dein Kopf bleibt still. Versuch den Oberschenkelknochen weit nach vorne in die Hüftpfanne reinzubürsten. Andere Richtung. Alles soll geschmeidiger sein. Wenn du das Gefühl hast, oh, hier zieht und drückt das und knubbelt das ständig, dann ist das für dich das Signal, okay, es ist nicht geschmeidig, es muss mehr mobilisiert werden, was irgendwann Folgeprobleme haben kann. Okay, jetzt versuch mal still zu stehen. So, das müssten jetzt die Frauen besser können als ich. Dein Becken kreisen. Du arbeitest hier aus der Lendenwirbelsäule und versuchst hier den Brustkorb still zu halten. Okay? Deine Knie gehen ganz leicht soft mit. Es arbeitet nur der untere Bereich. Po leicht nach hinten, Becken nach vorne. Po leicht nach hinten, Becken nach vorne. Andere Richtung. Dein Brustkorb ist still. Dein Kopf bewegt sich um kein Stück. Hüftbreit erstarrt. Okay, Hüfte. Versuch jetzt ganz langsam. Von innen nach außen. Die Hände kannst du hier vorne halten oder hier. Stehen. Kreisen. Das mag am Anfang immer relativ banal aussehen oder sehr einfach, mit kaum einer Wirkung, aber für deine Gelenke ist das quasi wie Urlaub, kann man sagen. Die erholen sich dadurch, die werden bewegt, die werden durchblutet und auch Störkanäle werden wieder freigesetzt. Du kannst dir das vorstellen, wenn du Energiestau hast, ist das wie so ein Staudamm. Energie kann nicht mehr fließen und irgendwann entstehen Entzündungen oder halt diverse Probleme. Relax. Steh. Knie zusammen, Füße zusammen. Hände easy going auf die Knie und den Kreis durch. Genau. Versuch auch hier ein Gefühl zu entwickeln, dass es im Knie auf gar keinen Fall sticht oder ähnliches. Wenn das so sein sollte, einen kleineren Weg. Nicht mehr so groß. Andere Richtung. Okay, abwechselnd einfach mal bitte den Hacken hochziehen. Okay, sehr gut. Sprunggelenk. Du hast ein rechtes Bein stehen, längs mal hoch, kreisen. Großkreisen. Schon mal hier ein bisschen Balance. Halte dich sonst selber fest, wenn es sein muss. Steh stabil. Okay, 10. Einziehen, strecken, einziehen, strecken. Hoppala. Naja, meine Balance ist heute auch nicht ganz da. Andere Seite. Blanke. Muss nicht perfekt aussehen, nur Kreis. Denk dabei, dass du massiv atmest. Das Atmen ist besonders wichtig, weil ein langes Ausatmen entspannt unsere Muskulatur mehr. Es fördert einen ruhigeren Herzschlag. Und bringt deinen Hormonhaushalt schnell wieder ins Gleichgewicht. Okay, Hüftbreiter Stand, einatmen. Achtmal fallen lassen. Relax. Noch dreimal. Okay, sehr gut. Beug dich nie leicht. Trink bitte noch einen kleinen Schluck, bevor es losgeht. Ich werde mal gucken, ob das Video auch wirklich läuft nebenbei. Nicht, dass ich hier erzähle und da passiert gar nichts. Sehr gut, okay. Klappt alles. Dann beginnen wir mit den ersten leichten Kräftigungsübungen. Stell dich bitte hüftbreit auf. Kipp aus deiner Hüfte nach vorne, möglichst 45 Grad. Lasse die Arme nach vorne ausgestreckt, von Schulter, Brustbereich einfach nach vorne ausstrecken, ohne dass sie hängen, sondern leicht Schnupfspannung sind. In dieser Position versuchst du jetzt, die Arme ranziehen,
auf 90 Grad. Der Daumen zeigt nach oben, Brustbein ist gehoben und die Schulterblätter, die ziehen quasi hinten zusammen. Deine Stabilisationsmuskulatur, Bauch, Rücken und Po spannst du dabei an. Geh mit den Ellbogen so hoch wie du kannst, als wenn sie hinter den Rücken zusammenziehen wollen. Denk dran, mach euch weiter. Es geht darum, aktiv die Muskulatur zu benutzen und zu lernen, dass ich hier auch ohne ein Gewicht es schaffe, mit meiner Muskulatur Spannung zu erzeugen. Der Ellbogen bleibt unter dem Schulterdach. Okay. Jetzt bleibst du hinten, drehst, wenn du kannst, hoch, wieder runter, nach vorne. Leichtere Option wäre, dass du das Drehen einfach weglässt, hier rangehst und dann so nach oben gehst, in so eine leichte Schwungbewegung. Finde dein Level, wenn du schaffst, strecke mal den Arm so aus, dass du wirklich in einer Linie mit deiner Wirbelsäule bist. Ja, so langsam merkt man die Muskulatur. Letzter. Arme nach unten, abrollen. Entspann den Rückenstrecker, roll dich wieder auf. Sehr gut. Komm wieder nach vorne. Bring die Hände Richtung Schulter. Strecke sie nach oben aus und halte den Punkt. Versuch diesen Punkt jetzt erstmal zu halten. Schau mal, dass du wirklich 45 Grad nach vorne geneigt bist. Bauchkern einziehen, Brustkorb heben, Schultern heben zusammen. Druck fest in den Hacken und Po anspannen. Halte. Arme, leichte V-Position, nicht parallel, sondern wie ein V. Halte. Mit zunehmender Zeit, statisch, arbeitet der Rückenstrecker, das sind die beiden Stränge hier, die arbeiten jetzt, werden kräftiger, werden durchblutet. Die Durchblutung spürst du. Komm hoch, einatmen, fallen lassen nach unten. Einatmen, wieder oben halten und jetzt gehst du funktionell nach vorne und wieder nach oben. Lehn dich nach vorne. Beug dabei leicht die Knie, als wenn du dich leicht hinten auf den Stuhl setzen möchtest. Hebe die Arme dabei so hoch wie du kannst, öffne die Finger. Denk dran, du kannst die Arme auch hier unten halten, wenn die Schultern nicht mehr wollen. Letztes Mal. Einatmen nach oben, fallen lassen. Okay. Locker dich immer wieder die Schultern kreisen. Denk dran, wir wollen nicht in die Verspannung reingehen. Es kann ja sein, dass du hier verspannt bist, sondern wir wollen in die Entspannung und in die Beweglichkeit rein. Okay, nächste Runde. Nochmal dasselbe mit den Armen. Arme hoch. Nur jetzt versuchst du einfach mal ein Bein beim Tiefgehen. Und im Wechsel. Halt die Arme auf Spannung. Wer möchte, lässt das hintere Bein schweben. In einer Linie mit deiner Wirbelsäule. Dabei achte bitte darauf, dass dein vorderes Knie nicht nach innen oder rechts kollabiert, sondern wirklich Richtung Fußspitze nach vorne leicht geschoben wird. In Ordnung? Deine Arme, deine Wirbelsäule und dein Bein sind in einer Linie. Stopp. Okay. Jetzt hast du schon mehrere Varianten kennengelernt. Du kannst nur so stehen bleiben. Du kannst mit den Beinen nach hinten. Jetzt kommt Stufe 3, wo du entscheiden kannst, ob du diese weitergehen möchtest oder nicht. Also, wir gehen mit den Armen das letzte Mal nach oben. Lasse die Schultern tief. Versuch nicht, die Arme ganz nach oben rauszustrecken, sondern die Schultern jetzt nach unten. Das passiert aber automatisch. Und jetzt versuchst du mit deinem Bein ganz langsam mit eingezogenem Bauch. Fest stehen erst und andere Seite. Versuch das mal, starte.
Es geht nicht darum, schnell zu arbeiten, sondern es geht darum, mit einer guten Technik zu arbeiten. Mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Es geht darum, Spannung in den Bauch zu generieren und den Punkt zu halten. Während du das Ganze machst, nach vorne geneigt bist, möchte die Hüftseite, wo das Bein gestreckt ist, nach oben gerne aufdrehen. Verhindere das und versuche, die Hüfte nach unten zu bringen, Fuß strecken und elegant, kann man fast sagen. Mach ein paar Wiederholungen davon. Ich gucke nochmal auf die Kamera, mach ruhig weiter. Ja, sehr gut. Aha, was sagt der Rücken? Was sagt die Balance? Auf welchem Level bist du? 1, 2 oder 3? Okay, ich stoppe die Bewegung. Sehr gut, alles klar. Ausstrecken, einatmen. Einatmen. Tief durch die Nase. Letztes Mal. Okay, wir kommen nach unten. Ein Bein nach hinten. Komm hier runter. Bring dich auf alle Vieren. Deine Hände, ich zeig's von der Seite. Deine Hände sind unter der Schulter. Deine Ellbogen sind leicht gebeugt und drehen so ein bisschen nach außen. Die Finger sind groß geöffnet. Deine Knie sind hüftbreit, bitte. Die Wirbelsäule ist lang, in der Doppel-S-Form. Kehle leicht zum Körper und den Kopf leicht anheben, damit der Kopf nicht nach unten fällt. Bleib hier. Fußspitzen aufsetzen. Jetzt heb dein Brustbein an, zieh die Schultern weg von den Ohren. Jetzt ziehst du den Bauchkern ein und lässt deine Knie zwei Finger breit über den Boden schweben. Auf die Plätze, fertig und los. Ich weiß nicht, ob man das von hinten jetzt sieht. Versuch den Punkt zu halten. Die Wirbelsäule sollte dabei nicht einknicken, rund werden oder ähnliches, sondern neutral gehalten werden. Stopp. Wir machen das gleich noch weiter. Wenn du mit den Handgelenken Probleme hast, geh auf die Ellbogen bitte. Also, noch einmal, zweite Runde. Los geht's. Rumpfkraft halten. Halte, nicht bewegen. Mit zunehmender Zeit wird es schwieriger. Die Ellbogen bleiben gleich gebeugt. Lösen. Okay. Wir haben noch zwei Runden vor uns, wo ich dir eine Erweiterung geben, wenn du möchtest. In der nächsten Runde werden wir das rechte Bein ausstrecken. Okay, während wir das andere Bein unten über den Boden halten, schwebend. Du kannst das machen, musst du nicht. Fertig werden, schweben. Und jetzt dein rechtes Bein ausstrecken, Fußspitze gestreckt, Hüfthöhe halten. Halt die Kraft. Das gibt ordentlich Kraft auf den Oberschenkel. Kinn zum Körper. Sehr gut, Fußspitze strecken. Und lösen. Sehr gut. Probiert, war anstrengend, oder? Andere Seite oder beide Knie. Wieder hoch. Und links. Denk dran, es geht immer darum, deine Ellbogen bleiben soft, Brust raus, Schultern gerade. Leicht, letzten Sekunden. Halt durch, halt durch. Und stopp. Sehr gut. Einmal in die Kindsbrust zurück. Arme lang. Stirn auf dem Boden liegen. Und tief atmen. Komm nach vorne. Roll dich nach vorne. Hüftbreite Hand. Mit deinem linken Arm. Durchtauchen. Nicht ablegen. Nach oben, hin und her. Atmung, wenn du möchtest, machst dich klein, ausatmen, du machst dich groß, einatmen. Dein Standarm bleibt unter der Schulter, wenn du kannst. Und du gehst so weit nach oben, wie es deine Beweglichkeit schafft. Dabei ziehst du die Schulterblätter zusammen.
langsam und gleichmäßig. Fühl die Beweglichkeit in deiner Brustwirbelsäule. Das gibt dir Freiheit. Löse auf, andere Seite. Nach unten durch. So weit wie du kannst. Versuch den Blick mitzuführen, dass die Halswirbelsäule mitgeht, als geschlossenes System. Gleichmäßig ab. Lass dir Zeit dabei. Okay, löse auf. Komm bitte nach oben. Setz die Knie auf den Boden auf. Versuche beide Hände bitte nach hinten zu nehmen. Ein bisschen Spannung für den Rumpf und ein bisschen Balancetraining im Beckenbodenbereich. Zieh den Bauchkern rein und setze deine Nase vor dir auf den Boden, aber ganz sanft, ohne nach vorne überzufallen. Und wieder hoch. Und wieder tief. Das ist relativ simpel, oder? Das ist nicht besonders schwer. Manchmal schon. Je nachdem, wo du gerade startest. Lass die Schultern zusammen, der Rücken bleibt lang. In der nächsten Runde versuchst du jetzt bitte, deine Fußspitzen, schau mal her, weg vom Boden und dann runtergehen. Jawohl, pass bitte auf, dass du nicht nach vorne überfällst. Eine gebrochene Nase jetzt so am Donnerstagmorgen ist nicht so cool. Gleichmäßig. Kontrollier die Kraft. Jawohl. Und noch eine Wiederholung. Sehr gut. Löse ab. Setz dich hin. Okay. Komm bitte jetzt mit deinem linken Bein nach vorne. Sehr gut. Beide Hände. Beide Hände setzt du hier vorne auf. Ungefähr Schulterbein. Das hintere Bein machst du lang. Versuche jetzt mit dem Arm links nach oben hoch zu gehen und dich mit deiner Hüfte nach unten sinken zu lassen. Brustkorb bleibt gerade, Blick nach oben. Halte Punkt. Versuche die Hüfte zu öffnen. Du öffnest den Hüftbeuger auf deiner rechten Seite, der sehr viel, man fragt sich immer, was hat das mit meinem Rücken zu tun? Und ich sage, es hat alles was mit dem Rücken zu tun. Dein vorderes Knie ist 90 Grad. Und nach unten runter. Sehr gut. Wechsel zur anderen Seite. Jetzt gehst du mit den Armen wieder nach oben. Strickst dich aus. Bringst die Hüfte tief. Vorne 90 Grad wieder. Gleichmäßig atmen. Geh nur so weit in eine Bewegung rein, dass du die Atmung problemlos schaffst, ohne zu verkrampfen. Löse auf. Fuß nach hinten. Mobilität. Das heißt, von der Seite gesehen. Schau mal her. Du rollst dich auf. Strecken. Zurück. Aufrollen. Mach das ruhig etwas zügiger. Streck dich nur so weit, dass dein Becken nicht durchhängt. Die Hände sind mindestens schulterbreit oder weiter. Roll dich auf. Sehr gut. Bleib vorne. Leg dich ab auf den Bauch. Bring deine Arme seitlich. Bring dir die Fingerspitzen bitte auf den Boden. Die Fußspitzen sind gestreckt, das Knie ist durchgedrückt, dein Oberschenkel schwebt leicht. Jetzt drückst du dich mit den Fingern nach oben hoch. Sobald du das tust, merkst du deinen Rückenstrecker. Kinn zum Körper, Schultern weg von den Ohren, lang Hals. Drück dich bitte maximal nach oben, sodass deine Fingerkuppen das noch aushalten. So den maximalen Punkt, schau mal her. Und dann, wenn du den höchsten Punkt erreicht hast, Hände weg und halten. Noch ein Stück höher. Mit der Zeit wirst du feststellen, du gehst immer weiter nach unten.
Versuch dagegen anzukämpfen und bleibe oben. Brustbein Minimum vom Boden weg, Beine auch hochheben, Knie durchdrücken, spüre Po und unteren Rücken. Arme höher. Verhalte die Kraft. Gut, stopp. Okay, es wird schwieriger. Du kannst diese Übung jetzt nochmal machen, wenn sie für dich leicht ist von der Bewegung her. Bring deine Beine bitte nach oben, Hacken zusammen, Knie nach außen. Dann Fäuste aufsetzen, der Arm ist 90 Grad und dein Ellbogen ist leicht unter dem Schulterdach. Dein Blick geht nach unten und wenn du jetzt kannst, hebst du Arme und Beine nach oben an. Von der Seite anheben und halten, sodass deine Fäuste wechseln vom Boden und deine Knie, Oberschenkel mindestens auch, dass ich fast über meine Hand runterkomme. Wenn du das hast, entweder hältst du das Ganze jetzt, halten, 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 nicht aufhören, und jetzt kontrahierst du mit deinen Ellbogen, ganz kleine Bewegung, absolute Kraft für den oberen Rücken, lass den Hals wirklich lang, konzentriere dich jetzt auf meine Stimme, Hals lang lassen, schau nicht zum Bildschirm, atmen, weiter kontrahieren, kleine Schiebe, langsam und kraftvoll. Arme nach vorne ausstrecken, Beine strecken, Blick nach unten, Daumen zeigt nach oben, Arme lang, halt die Kraft, die Arme noch ein Stück höher heben, noch ein Stück, Hände aufsetzen, drück dich aus dem Push-Up nach oben. Setz die Knie auf, ausatmen, Kindspose. Roll dich nach vorne auf. Dreh dich einmal um und komm bitte auf den Rücken. Roll dich langsam ab. Okay, legst du auf dem Rücken, deine Beine bitte hüftbreit auseinander, die Füße und die Knie 90 Grad. Die Arme in den Boden rein, reinpressen, jetzt hebst du quasi dein Becken bitte an und jetzt möchte ich, dass du den höchsten Punkt findest, wo du dein Becken oben halten kannst. Entspannst du, ich nenne sie ganz gerne die Toilettenmuskulatur, spann die Toilettenmuskulatur, die du beim Toilettengang brauchst, spann sie an, das heißt den Beckenbodenbereich festmachen und jetzt rolle mit deiner Wirbelsäule, Wirbel für Wirbel, ab, ganz langsam. Dass du merkst, dass jeder einzelne quasi nach unten kommt. Wenn du ganz unten bist, drückst du dein Steißbein in den Boden rein, dass du hier ein leichtes Hohlkreuz hast, was du aktiv verursachst mit fester Bauchdecke. Dann rollst du wieder ein, dass die Hand quasi zerdrückt wird und du rollst deine Lendenwirbelsäule auf und kommst nach oben wieder in den maximalen Punkt. Mach das bitte jetzt einmal ganz langsam. Lass Zeit dabei. Wirbel für Wirbel, mach mich weiter. Die kleinen Wirbelkörper haben ganz viele kleine Minimuskeln, die zwischeneinander sitzen. Und die werden jetzt dadurch bewegt und verstärkt. Okay? Die Bandscheiben werden ein bisschen mehr durchblutet, ein bisschen mehr mit Energie aufgeladen, sag ich jetzt einfach mal. Besser als unser Alltag, wo sie quasi starr sitzen und sich kaum bewegen können und kaum quasi Nährstoffe auf- und abgeben können. Okay? Langsam. Oben angekommen nochmal, komm wieder zurück nach oben, mach den Bauch fest und strecke dein linkes Bein aus. Versuch dabei zu achten, dass wenn du das machst, dass deine Hüfte nicht abkippt. Drück die Arme in den Boden rein, damit deine Schulterblätter sich quasi in den Boden verankern. Lösen. Becken bleibt oben, anderes Bein. Möglichst auf einer Linie mit deinem Standoberschenkel. Parallel. Atmen. Lösen. Langsam das Becken abrollen. Okay, so. Der beste Freund des Rückens ist welcher Muskel? Die Bauchmuskulatur. Okay. Versuche jetzt bitte,
die Beine aufstellen, möglichst ein bisschen weiter auseinander und vielleicht auch größer als 90 Grad. Und jetzt versuchen wir, Arme nach hinten und langsam die Hände anziehen, als wenn ich deine Handgelenke fest hatte. Und wie aus Geisterhand kommst du nach oben und richtest dich auf. Dann rollst du die Wirbelsäule ab. Ganz langsam. Und wieder zurück. Aus deiner Bauchdecke. Aktiv. Die oberen Bauchmuskeln fangen an. Ziehen dich wie so ein Seil. Die letzte Rippe zieht runter zur Hüfte. Und nach oben hoch. So weit hoch kommen, dass du oben gerade sitzen kannst. Deine Arme gestreckt werden. Mach das noch zweimal bitte. Langsam. Versuch den Weg nach unten. Nach unten passiert Folgendes. Manchmal kann es passieren, dass du hier bist. Und dann kommt dieser entscheidende Punkt. Und dann heißt es, puff. Oben angekommen, Beine lang, Füße zusammen, Arme lang. Okay. Jetzt versuchst du hier vorne, ausatmen, drehen, sobald du kannst. Einatmen, ausatmen, drehen. Dreh hier aus der Brustwirbelsäule. Über dem Bauchnabel ist der Drehpunkt. Du drehst die Brustwirbelsäule links und rechts. Dein Becken hat einen festen Kontraktionspunkt zum Boden. Ausatmen. Bleibe stets gerade. So eine Stockposition, als wenn du quasi einen Stock verschluckt hast. Bleib gerade aufrecht. Kehlen zum Körper. Versuch beide Knie an den Point zu lassen. Arme nach oben einatmen und nach vorne, solange du kannst, gerade dann abrollen. Nach hinten aufrollen, Arme seitlich, wieder hoch, abrollen. Komm zurück, noch zweimal. Und ausatmen. Einer. Letztes. Okay, wir wollen in die tiefe Hocke einmal kommen. Eine sehr, sehr schöne Dehnung. Das bereiten wir wie folgt vor. Du ziehst bitte die Füße einmal ran, so dicht wie du kannst. Die Knie ein bisschen breiter als deine Schulter sind. Deine Füße aber möglichst Hüft- oder Schulterbreit. Ranziehen und jetzt drückst du dich, sobald du kannst, hier zu deinem Hacken mit dem Po ran. Das ist so die Vorstufe, weil viele können die tiefe Hocke nicht halten, weil der Hacken ständig nach oben kommt. Einfach nur deswegen, weil die Mobilität hier vorne fehlt oder die Hüfte nicht mitspielt. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir ganz langsam nach vorne. Ich zeig's mal so von der Seite so. Jetzt rutschst du nach vorne und ganz langsam, entweder bleiben die Hände nach hinten. Das ist die Endposition. Aber die Endposition ist nicht irgendwie. Versuche, den Rücken gerade zu lassen. Entweder liegen deine Oberarme auf den Knien. Du kannst die Knie nach außen drücken. Hauptsache der Rücken bleibt gerade. Und jetzt schau mal meine Linie. Schienbein und Wirbelsäule. Die sollte möglichst parallel verlaufen. Also quasi so. Meistens ist der Oberkörper ein bisschen weiter nach vorne geneigt, weil hier die Mobilität nicht da ist. Oder quasi die unteren Extremitäten nicht mitmachen. Welche genau kann ich jetzt gar nicht sagen. Das liegt immer daran, je nachdem, wie dein Lebensstil ist. Rücken lang, Kinn zum Körper. Versuch den Hacken unten zu lassen oder bleibe hier und drück dich erstmal mit dem Po Richtung Hacken. Halt. Ganz wichtig, es passiert oft, dass das Sprunggelenk nach innen kollabiert. Versuch dabei die Außenkante, ich kann das fast gar nicht mehr, weil mein Sprunggelenk einfach nicht mehr nach innen will. Versuch deine Außenkante mehr zu belasten. Auch das Knie sollte nicht so aussehen, sondern wirklich nach außen schieben. Und gerade, drück dich hier vorne raus. Es gibt eine Möglichkeit, aus hier vorne abzustützen, um erstmal überhaupt in die Bewegung reinzukommen. Das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Dehnung, um die Beweglichkeit deiner unteren Extremitäten zu gewährleisten, damit die Kraft nach oben nicht negativ ausgeführt wird. Manchmal kann es sein, dass du Rückenschmerzen hast
Und hier unten am Sprunggelenk fängt es an. Oder dein Fußgewölbe etc. Halten, halten. Versuch den Punkt zu halten, auch wenn du sitzt dabei. Nutze die Zeit hierfür. Wie oft machst du das? Deswegen nutze die Zeit jetzt dafür. Und drück den Brustkorb nach vorne raus. Wer jetzt kann, zum Schluss, letzte Beweglichkeitsübung. Wenn du jetzt kannst, versuchst du die Arme nach oben rauszustrecken und die Verlängerung deiner Wirbelsäule zu halten. Wirbelsäule, Arme eine Linie in Symbiose mit dem Schienbein. Also mit dem Schienbein versuchst du hier diese Position zu halten. Halten heißt halten. Setz die Knie vorne ab. Komm in die Kids Pose. Einmal kurz nach unten runter. Dann roll dich nach vorne auf. Setz dich seitlich hin. Roll dich bitte noch einmal auf den Rücken. Mach die Beine bitte einmal lang. Streck deine Arme nach oben aus und zieh dich mal aktiv auseinander. Beim Einatmen ziehst du dich auseinander. Beim Ausatmen fühlst du, wie der Muskeltonus nachlässt. Der Muskeltonus heißt die Muskelspannung. Okay? Jetzt einfach die Spannung runterfahren, nur mit deiner Atmung. Jawohl. Okay, hol die Arme bitte seitlich. Die Beine nach oben holen. Okay, die Knie sind 90 Grad und direkt quasi über deiner Hüfte. Die Schulterblätter bleiben jetzt auf dem Boden und langsam ausatmend bringst du die Beine nach rechts weg, ganz langsam zum Boden. Wenn es knackt oder knubbelt hier in der Lendenwirbelsäule, Glückwunsch, Blockade rausgeholt oder danach ab zum Physiotherapeuten. Nein, kleiner Spaß. Also bleib hier liegen, die Schulterblätter sind unten und du entspannst dich jetzt. Wichtig hier, entspann dich in dieser Position. Es sollte nicht sein, dass du in solcher Dehnungsposition, dass du dann verkrampfst liegst, sondern wirklich ganz locker liegen kannst. Ansonsten geh nochmal ein Stück wieder zurück. Geh nur so ungefähr 80% deiner Belastungsgrenze. Geh nicht die 100%. Und denk dran, desto länger die Ausatmung ist, desto gesünder ist es. Durch die Ausatmung können wir erst Sauerstoff dem Körper zur Verfügung stellen. Deswegen ist es so wichtig, lange auszuatmen. Und fühl das mal. Schließ ruhig die Augen, folge ein bisschen deinem Atem. Komm langsam zurück. Positionier dich wieder gerade und ausatmen zur anderen Seite. Wenn du deine Position gefunden hast, lass dich wieder fallen in der Mitte. Sehr schön. Kommen wir zurück. Greife beide Knie, zieh sie ran und leicht nach außen. Entspann nochmal voll, gehst den Rücken, primär den unteren Rücken. So eine sehr schöne Übung, wenn der untere Rücken mal ein bisschen Probleme macht. Kennt jeder selber, ist diese Position meistens sehr hilfreich. Mach dich klein und jetzt kommt wieder ein bisschen Rückenkraft rein, Bauch anspannen und jetzt fängst du an. Hin und her. Aber so, dass es nicht wehtut, sondern der Rücken ist auf Spannung. Bauch fest und jetzt setz dich hin. Hab. Sehr gut. Dreh dich wieder zu mir. Komm noch in den Schneidersitz. Und dann eine Minute, unsere letzte Minute. Bring die Hände in meine Position, wenn du möchtest, oder in eine beliebige. Unsere letzte Minute aktiv nichts tun, außer da sein. Sitze gerade und noch entspannt. Schließ deine Augen, entspann dein Gesicht. Eine Minute ab jetzt nur atmen. Relax.
einen kurzen Moment nichts denken, auch wenn der Moment nur ganz kurz ist. Fühl die Muskulatur noch mal ein bisschen nach. Fühlt sich gut an, oder? Okay, mach die Augen langsam wieder auf. So, zum Schluss habe ich noch einen kleinen Mobilitätscheck für dich. Komm langsam aus dieser Position nach oben. Okay. So, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich bin Bobby. Ciao, ciao.